Hallo und herzlich willkommen an all jene, die es hier mit uns gemeinsam in diesen Online-Raum, den Zoom-Raum geschafft haben, diesen Termin mitbekommen haben zu unserem Talk hier zu Spyware, zum Tag der Pressefreiheit, den wir heute haben. Der Titel ist Ausgespäht, wie der Einsatz von Spyware gegen JournalistInnen unsere Demokratie gefährdet. Ein Thema, das sicherlich nicht ganz oben auf der Aufmerksamkeitstabelle gerade steht, bei all den Krisen und auch natürlich aktuellen Debatten, die wir an allen Stellen innenpolitisch, europapolitisch, international haben, ist dieser Skandal, der die Tatsache, dass also Spyware gegen JournalistInnen auch in Demokratien eingesetzt wird, ein bisschen oder ziemlich deutlich in den Hintergrund gerückt. Und trotzdem ist es eben auch unsere Aufgabe hier als Heinrich-Böll-Stiftung, gerade diese Themen, die eben auch abseits der Anlassaufmerksamkeit von grundlegender Bedeutung sind, zu thematisieren. Und was ist dafür besser geeignet, eben diesen Tag der Pressefreiheit, den Internationalen Tag der Pressefreiheit auch zu nutzen, um darüber zu sprechen, wie es um ein solches Thema steht. Das Thema ist hochbrisant, es ist vielen auch sicherlich immer wieder zur Kenntnis gekommen. Es hat einen Einsatz von Spyware an verschiedenen Stellen gegenüber JournalistInnen gegeben. Und es gibt dazu eine ganze Reihe von Personen, die dem nachgehen, aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Rollen. Wir wollen heute hier mit drei Gästen über das Thema reden. Und diese möchte ich eingangs einmal vorstellen. Das ist einerseits eine Person, die 2017 ein Netzwerk von JournalistInnen gegründet hat, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Recherchen von ermordeten, inhaftierten oder bedrohten ReporterInnen fortzusetzen. Für die umfassende Recherche zu Spyware Pegasus, The Pegasus Project, erhielt er den Reporter ohne Grenzen Impact Prize. Und 2018 wurde er mit dem Prix Europa in Berlin zum Europäischen Journalisten des Jahres gewählt. Und er ist Co-Autor des Buches Pegasus, How a Spy in Your Pocket Threatens the End of Privacy, Dignity and Democracy, das im Januar 2023 erschienen ist. A warm welcome to you, Laurent Richard. An der Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis, bevor ich die beiden weiteren Teilnehmenden vorstelle. Wir haben diese Veranstaltung mit Simultanübersetzung versehen. Das heißt, jeder, der hier auf Englisch zuhören will, kann oder auf Deutsch, je nachdem, wir werden später viel Englisch sprechen, kann mit dem Weltball unten bei Dolmetschen einstellen, auf welchen Kanal sie oder er zuhören möchte. Das sollte also auf jeden Fall dann auch getan werden, damit man der Veranstaltung folgen kann. Und ich sage es auch gleich auf Englisch. So, warm welcome to you, Laurent. And I just Und ich wiederhole es nochmal. Herzlich this willkommen, event is Laurent. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Sitzung ins Deutsche und Englische übersetzt wird. Und Sie können mit dem Globus-Symbol unten die entsprechende Sprache auswählen, in der Sie zuhören möchten, um unserem Gespräch folgen zu können. Am Anfang spreche ich etwas Deutsch und später sprachen wir dann auf Englisch Unser weiter. zweiter Gast, unter anderem, muss man sagen, Friedens- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 oder die Grünen, Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament, Vizevorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament und Mitglied im Ausschuss für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und das ist hier das Besondere, auch im Untersuchungsausschuss zu dem Pegasus-Skandal, der also hier auch ein zentrales Thema ist. Als Expertin zu diesem Untersuchungsausschuss ist sie heute da. Schön, dass du da bist, Hanna Neumann. Und unser dritter Gast ist jemand, der Speak the Truth to Power ein Stück weit verkörpert, also die Wahrheit ans Licht bringen, auch wenn es den Mächtigen nicht passt. Als investigativer Journalist hat er zum Beispiel bereits 2008 die Bestechungszahlungen von Siemens in Griechenland aufgedeckt. Als Co-Autor der Recherche Flight of the Predator, Jet
linked to Israeli spyware tycoon delivers surveillance tech from the EU to notorious Sudanese militia, in der er die Predator-Affäre und internationale Verstrickungen unter anderem im Sudan im Detail schildert, wurde er 2023 für den European Press Prize nominiert und er selbst wurde auch schon ausspioniert. Herzlich willkommen, Tassos Teloglu, den wir jetzt dann auch gleich sehen sollten. Er macht bestimmt gleich seine Kamera an. Jetzt steigen wir in die Diskussion ein. Wie gesagt, ich werde in dieser Diskussion jetzt die Fragen auf Englisch stellen und es wird auch auf Englisch geantwortet, aber es gibt die Übersetzung hier direkt im Talk sozusagen. I'm starting with Laurent. Ich beginne mit Laurent. Laurent, vielleicht können wir mit einer ganz allgemeinen Frage beginnen. Wie der Fall der Spionagesoftware gegen Journalisten in Ihrem Pegasus-Projekt und der Recherche dort stattgefunden hat und wer hier ausspioniert wurde und wie haben Sie das herausgefunden und was waren die Konsequenzen? Vielleicht sagst du uns ein bisschen was zu diesem Projekt im Allgemeinen als Eröffnung für das Thema. Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und dass ich hier auf diesem Panel sprechen darf mit den anderen Experten. Dieses Projekt läuft seit ungefähr anderthalb Jahren nach der Veröffentlichung. Heißt, das Ergebnis im Moment von Anfang an hat damit begonnen, dass wir einen Leak hatten und über dieses Leak hatten wir Zugang zu 50.000 Telefonnummern in verschiedenen Ländern von Menschen, die potenziell Ziel von Pegasus waren. Das ist eine Spy-Software von einem Unternehmen, das sich NSO-Gruppe, die NSO-Gruppe aus Israel nennt. Und dieses Leak, das war historisch, denn zum allerersten Mal waren wir in der Lage zu sehen und zu erkennen, wer weltweit ausspioniert wurde, welche Gesichter dazu gehören, wer tatsächlich die Zielperson dieser Spyware waren. Und wir waren dann in der Lage, herauszufinden, wer hinter diesen Telefonnummern stehen. Viele Dissidenten, Journalisten, Oppositionspolitiker, viele, viele, die die gleichen Dinge teilten. Und einige von ihnen waren Dissidenten beispielsweise, die aus Marokko kamen, die jetzt in Frankreich leben. Andere waren Journalisten in Aserbaidschan, andere Journalisten in Frankreich, die von den verschiedenen Ländern ausspioniert worden sind. Mexiko war ein großer Kunde von der Software. Das heißt, viele Menschen sind dort zum Ziel geworden. Und wir haben eben festgestellt, dass es nicht nur Journalisten betrieb, sondern auch viele ganz normale Menschen, Menschen, die keine Terroristen sind, die keine Oppositionellen sind, keine Dissidenten sind, die nicht auf diese Liste gehören. Und das ist hier ganz klar zu sehen, dass Pegasus eine Waffe ist, die von einem Unternehmen entwickelt und verkauft wird, das eine Militärlizenz hat, dies offiziell als Waffe zu verkaufen, mit dem man Terroristen jagt, aber da das niemand kontrolliert, in der Realität sind die Kunden der NSO-Gruppe, die das eben für alle möglichen falschen Einsatzzwecke nutzt und das wollten wir offenlegen. Vielen Dank. Diese Offenlegung und die ganze Forschung, die Sie und Ihre Kollegen da gemacht haben, die hat ja dazu geführt, dass die Situation, dass das Europäische Parlament angefangen hat, sich der Sache anzunehmen und die mögliche Ausspionierung von Menschen, die überhaupt nicht auf solche Listen gehören, die absolut legitime Arbeit verrichten
Und Hanna, du hast ja, warst ja Teil dieses Pegasus-Untersuchungsausschusses und es hat dort verschiedene Treffen gegeben. Die Arbeit wurde im April 2022 aufgenommen und in diesem Jahr, in dem sie ungefähr 26 Mal sich getroffen haben, was können Sie zusammenfassend sagen, was kannst du zusammenfassend sagen, als Ergebnis dieser Treffen soweit und was können wir für die Zukunft erwarten, nachdem die Arbeit der Kommission abgeschlossen ist? Vielen Dank, Jan. Ich freue mich auch, zwischen diesen beiden hervorragenden Rednern sprechen zu dürfen. Wir als Parlamentsmitglieder, als Abgeordnete sind uns bewusst geworden, dass wir wussten, dass das passiert, schon bevor diese Veröffentlichungen kamen. Aber es sind genau die Geschichten von Tassos und anderen gewesen, die mir und meinen Kollegen klar gemacht haben, dass es nicht nur Spionage-Software ist, die in Diktaturen woanders eingesetzt werden, sondern eben auch mitten in der Europäischen Union. Es hat in Ungarn und Polen haben wir den Einsatz dieser Software gesehen, nicht nur gegen Terroristen und Dissidenten, sondern eben auch als Werkzeug gegen investigative Journalisten oder eben auch den Mitgliedern der königlichen Familie anderen. Wir hatten das auch in Spanien gesehen, in Griechenland und in Sudan. Und das hat das Europäische Parlament dazu veranlasst, aufzuwachen und zumindest dies zum Thema machen. Und auch dort hat es Fälle gegeben. Und damit sind also alle Ebenen der Demokratie betroffen. Es gibt nicht nur die Länder, die ich gerade erwähnt habe, sondern viele mehr, Israel beispielsweise. Und das erste ging darum, Informationen auszubekommen. Und der Bericht, der übrigens am Montag veröffentlicht werden wird, basiert auf der Basis von verschiedenen Einheiten, und zwar nicht von den Mitgliedstaaten, denn diese blockieren das oder sie sind zumindest nicht hinreichend. Aber wir haben genügend Quellen zur Verfügung gehabt, um feststellen zu können, dass die Spionage systematisch ist. Wir haben ein Problem, dass die Opfer davon nichts wissen. Wir haben ein Problem, dass die Information nicht dem Parlament mitgeteilt wird. Und deswegen würde ich sagen, die Hauptforderung unserer Arbeit ist, dass Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres nachweisen müssen, dass sie Spionage-Software tatsächlich innerhalb der vorgegebenen rechtlichen Richtlinien einsetzen können. Sie darf beispielsweise nicht gegenüber Journalisten und Richtern eingesetzt werden. Sie darf nicht in Gerichtsprozessen eingesetzt werden, wo die Opfer eben auch ein Recht auf Informationen haben. Und wenn die europäischen Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, das bis Ende des Jahres zu präsentieren, dann gehört diese Art von Software verboten. Das können wir sicherlich im Detail nochmal erläutern. Wir werden also den Bericht im Montag abstimmen, dann wird er ins Plenum gebracht und dann ist es ein Bericht des Europäischen Parlaments. Das Parlament wird Empfehlungen aussprechen, es wird Fakten darstellen, aber das ist nicht so wie in den nationalen Parlamenten, dass alle Mitgliedstaaten dem folgen müssen oder einfach nur die Kommission dem folgen muss. Die nächste Ebene der Arbeit ist dann eben also, die Kommission davon zu überzeugen, dass sie einen Prozess initiieren müssen, wo das eben in Gesetz gegossen wird, um das eben dann durch das Parlament zu bringen. Dafür brauchen wir eine große Mehrheit im Parlament. Ich bin zuversichtlich, dass wir das erreichen werden, aber wir werden sehen, wer dem alles zustimmt. Danke, Hanna. Danke auch für deine Arbeit und die Arbeit all deiner Kollegen zu dem Thema, das ja doch sehr wichtig ist. Und du hast ja bereits gesagt, oftmals sind es die Mitgliedstaaten, die ihre nationale Sicherheit als Kernkompetenz darstellen. Aber wir
Das sind aber grundsätzliche Grundrechte und die müssen wir hier, dafür müssen wir kämpfen. Ja, das sind Grundrechte, die hier zur Debatte stehen und angegriffen werden. Und vielleicht führt uns genau dieses Thema nach Griechenland. Das hast du ja eben schon erwähnt, wo die Pegasus-Überwachung sehr, sehr stark stattgefunden hat. Und das ist eben dort tatsächlich, hat es dazu geführt, dass die Demokratie und die Sicherheitsinteressen des Landes tatsächlich zur Debatte stehen hier und im Risiko stehen. Und Tassos, berichte uns doch bitte von den Vorkommnissen in Griechenland. Und ich möchte dich auch bitten, wie ist das passiert? Wo hat das hingeführt in Griechenland? Vielleicht kannst du uns einfach kurz darstellen, was dieses Beispiel bedeutet. Ja, das hat alles im August 2019 begonnen, einen Monat nach dem Einsetzen der neuen Regierung. Die Regierung hat dann diese israelische Firma angesprochen, die der israelischen Armee untersteht. Und dort hat eben vor 2019 hat die Armee dieses Unternehmen aufgekauft und die Zeit genutzt, um eine sozusagen Version für die Armen zu produzieren und zu entwickeln. Und Pegasus ist eine Software, die über einen Link funktioniert, und das geht weiter als das die normale Software, wo man mit Phishing-Mails einen Link verschickt, auf den das Opfer dann draufklicken muss. Das ist hier anders. Es wird hier über Social Engineering eingesetzt und das kann den kompletten Zugriff nutzen. Man bekommt Zugriff auf den kompletten Rechner. Man nutzt die Kamera, das Mikrofon, sämtliche Dateien auf dem System, alles, was eben um die befallenen Geräte herum funktioniert und passiert, kann dort eben ausspioniert werden. Diese Version ist eine Billigversion. Pegasus kostet die Lizenz 50 Millionen für 5 Jahre. Und Pegasus hat dann der griechischen Regierung einen Kredit angeboten, um das zu machen und zu supporten und zu warten. Und kann man die Zahl der Zielpersonen einzeln lizenzieren und kann sozusagen 160 Personen beispielsweise lizenzieren oder 10 Personen für 160.000, und diese Lizenz kann dann weitergereicht werden zu verschiedenen Zielpersonen. Und das ist sozusagen ein Outsourcing-Prozess von dem griechischen Verfassungsschutz, dem griechischen Geheimdienst, der in enger Verbindung steht mit dem obersten Verwaltungsbeamten, und der enge Verbindung zu dem Unternehmen unterhält, das diese Software verkauft. Er hat 65% des Unternehmens, das die Vertretung in Griechenland darstellt, und 25% sind eben von anderen Anteilseignern. Man kann also hier von einer Public-Private-Partnership-Schicht sprechen. Und das hat der griechischen Regierung die Möglichkeit gegeben,
sich hinter den privaten Teil der Investoren zurückzuziehen und zu sagen, die griechische Regierung war daran nicht beteiligt. Das Problem bei den Vertragsteilnehmern ist, dass die einfach nichts sagen, solange sie nicht öffentlich angegriffen werden. Nachdem wir angefangen haben, sie öffentlich anzugreifen, haben sie tatsächlich Aussagen gemacht. Eins der Probleme, die wir dabei haben, ist, dass dieses Unternehmen gar nicht selber irgendwas produziert, sondern sie arbeiten mit Dutzenden von Unterlieferanten zusammen, die sie auch ständig wechseln. Und dadurch ist das ganze Netzwerk sehr, sehr schwer zu verstehen. Und trotzdem hat das zum Rücktritt der Verwaltungsbeamten und dem Leiter des Geheimdienstes geführt, nachdem veröffentlicht wurde, dass Nikos Androulakis auch Zielperson war. Und das ist damit eben auch das erste europäische Ziel dieser Predator-Software, die so funktioniert, wie ich das eben beschrieben habe. Wir haben also bislang Dutzende von Telefonen gefunden, die von dieser Software infiziert sind. Wir hatten 3 Fälle, die von Citizens Lab untersucht worden sind. Es gab eine Reihe weiterer Fälle, die das nicht veröffentlicht haben möchten. Das ist die Situation, die wir im Moment haben. Und Griechenland ist sozusagen eine Drehscheibe für diese Software geworden, auch für andere Länder. Wir werden in den nächsten Tagen zeitgleich mit dem Bericht in Brüssel Details der Exporte, in die diese Software von Griechenland aus exportiert worden ist, veröffentlichen. Vielen Dank, Tassos. Das sind ja Veröffentlichungen, die der harten Arbeit von Journalisten zu verdanken sind. Und die Stärke der Presse in Griechenland hat gezeigt, dass das möglich ist. Andererseits möchte ich doch nochmal fragen, wie kommt das mit dem großen Bild zusammen der Pressefreiheit in Griechenland? Schätzt du diese Situation für diese im Blick dieser Entwicklung ein? Gut, vielleicht weißt du, dass wir 10 Jahre Austeritätsprogramme hinter uns haben, die natürlich die traditionelle Presse auch geschwächt haben. Die Presse ist immer abhängiger von großen Banken geworden und über diese Banken abhängig von der Regierung. Die Regierung besitzt viele dieser Banken und hat sie eben im Rahmen der Austeritätsprogramme übernommen. Wir haben Medien, die schwächer sind wegen der Austeritätsprogramme und die einen großen Teil ihrer Einnahmen direkt an Alphabet abtreten, an Meta abtreten. Das heißt, 70-80% der Einnahmen gehen an Meta und plus die Tatsache, dass sie Kredite haben und dadurch schwach gegenüber dem Druck der Regierung stehen. Wir haben verschiedene kleinere Medienunternehmen, die in den letzten 5-6 Jahren digital aktiv geworden sind, wo wir mehr Unabhängigkeit sehen, die Fähigkeit haben, diese Themen anzusprechen, aber das ist noch sehr klein. Wir können hier keine Auswirkungen auf die öffentliche Debatte erreichen mit diesen Unternehmen. Und wenn dies Pegasus nicht den Fehler gemacht hätte, den Premierminister als Ziel zu nehmen, dann hätten wir niemals diese öffentliche Aufmerksamkeit erreichen können. Vielen Dank. Vielleicht nochmal zu Laurent. Vielleicht
Hans, du hast ja die Forbidden Stories veröffentlicht zu einem größeren Umfang. Bis heute, wo stehen wir? Und Juli 2021 ist der Pegasus-Skandal öffentlich geworden. Das Forbidden Stories Network hat die Arbeit koordiniert und hat diese weltweite Entwicklung aufgedeckt. Was ist da jetzt der Stand der Dinge? Ja, wir haben das mit allen PartnerInnen zusammen veröffentlicht von dem Network Forbidden Stories. Und einerseits gab es sehr viele Reaktionen, beispielsweise aus den USA, dass es hier geblacklistet werden sollte, dass es eben nicht mehr möglich sein sollte, für eine amerikanische Einheit hier mit dem NS-Konzern einen Vertrag einzugehen. Es gab sehr viele Reaktionen weltweit, aber wir waren zugleich auch überrascht zu sehen, einige Länder, auch Frankreich und andere EU-Länder, die waren sehr schüchtern, sehr zurückhaltend in Bezug auf dieses Thema. So ein bisschen haben sie das herausgezögert. Wir wussten nicht, warum. Dann haben wir angefangen zu verstehen, warum. Also EU-Mitgliedstaaten, sie waren Kunden, die NS-Konzerns und haben Pegasus selbst eingesetzt. Also CEO eines großen Unternehmens auch hat gesagt, Teil CEO von der NS-Konzern hat gesagt, die meisten Kunden, die stammen gar aus EU-Mitgliedstaaten. Und in Deutschland Pegasus-Einsatz war da stärker kontrolliert, nämlich verglichen mit Aserbaidschan oder Marokko. Aber das könnte dennoch erklären, warum denn die EU da nicht wirklich mit einverstanden gewesen ist, Informationen zur Verfügung zu stellen in Bezug auf den Einsatz dieser Spy-Software, denn das war für sie sehr peinlich. Und eine Reaktion aus Silicon Valley vor dem Unternehmen Apple, also vor das überhaupt hier bekannt geworden ist, war Apple auch sehr widerstrebend, da über Sicherheit zu sprechen. Und dann, nachdem alles bekannt wurde, haben sie sich dazu entschlossen, ihre Strategie zu ändern. Sie hatten dann sich entschlossen, allen Opfern weltweit eine Mitteilung zuzusenden. Darüber. Also so konnten wir gar neue Opfer entdecken, neue Kundinnen weltweit entdecken. Das war sehr interessant, ein interessantes Ergebnis war das. Und ich denke, sehr viel sollten wir von unseren politischen MachthaberInnen erwarten, dass sie da mehr Regulierungen einbringen. Das ist hier eine Industrie, die überhaupt nicht reguliert ist. Und die Unternehmen auf der Industrieseite, Kommunikationsseite, die haben auch noch sehr viele Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben das Geld, sie haben die Macht. So haben sie auch die Macht, sicherzustellen, dass die Kunden, wenn sie iPhones verwenden, andere technische Geräte verwenden, dass sie dann eben über sichere Kanäle kommunizieren können. Das muss sichergestellt werden. Und nun, wenn ich über das Land spreche, in dem ich lebe, ich bin Franzose, ich war da sehr erstaunt, wie wenig die französische Regierung reagiert hat. Es ging hier, also die gesamte Regierung war ja mit auf der Liste, 4, 5 Minister, die waren wirklich betroffen und die Telefonnummer von Emmanuel Macron gar selbst ist aufgetaucht auf der Liste. Und obwohl hier so viel Offenbarung hat getätigt werden können, haben die französischen Behörden nur enttäuschend reagiert. Es ging wirklich hier um eine große Gefährdung der Demokratie. Also das ist ja das, worum es geht bei diesem Thema. Wenn man einen Journalisten ausspäht, versucht man, seine Story kaputt zu machen. Ansonsten ein Staat, da geht es darum, die Demokratie kaputt zu machen. Somit ist die Demokratie hier in Gefahr.
Und ich denke, das fehlt hier an der Stelle. Ich denke, öffentliche Meinung, unsere politischen AnführerInnen, sie scheinen das nicht klar mitzubekommen, was bedeutet das, Opfer zu sein einer solchen Spyware. Dann ist man wirklich ein Opfer. Man ist dann infiziert. Das gesamte Leben verändert sich dann für einen. Die Feinde, die einen verfolgen, erhalten Informationen und können dann diese Informationen gegen einen verwenden. Also solche Angriffe, ob es Cyberattacks sind oder nicht, Cyberattacks, das bringt Traumatisierung mit sich. Ein Cyberattack dieser Art, also in einem solchen Umfang, 50.000 Telefonnummern, das ist eine globale Bedrohung für die Demokratie. Und deswegen die Reaktionen seitens der politischen AnführerInnen, gerade von der Regierung und auch von der deutschen Regierung oder EU-Behörden. Das war alles enttäuschend und das war nicht auf der Höhe dessen, was wir erwartet hätten, hier auf dem Einstehen für unsere Rechte. Also vor 4 Wochen, glaube ich, da gab es Regierungen, französische Regierung zusammen mit USA, da ging es darum zu sagen, es wäre für diese 11 Länder nicht mehr weiterhin möglich, kommerzielle Ausspähsoftware zu verwenden, die halt eingesetzt wurde gegen MenschenrechtsaktivistInnen, hier um Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Also das ist aber nur erstmal eine Erklärung, die hier ausgegeben worden ist. Ich weiß nicht, inwieweit das schon hier die Sache verändern kann. Und ja, was das betrifft, diese Sache heute in Berlin, dieses Unternehmen, dieses Konzern, hat hier, die haben einen großen Stand Bundestag. Und da ist so viel Geld mit zu verdienen. Die sind gerade dazu gegen die NSU-Gruppe. Und selbst wenn die verschwinden, wird es gleich noch andere Ableger geben. Und da genau das geschieht jetzt. Wir haben das aus vielen Quellen erfahren. Kunden, die von NSU enttäuscht waren, dann andere Verträge eingegangen mit anderen Unternehmen, also eine resiliente Industrie. Und es gibt keinerlei Mechanismus, den Bürger zu schützen. Und unseren Regierungen scheint es peinlich zu sein, darüber offen zu sprechen, denn es wird weltweit eingesetzt und das ist wirklich nicht schön. Das ist genau der Punkt. Und genau an der Stelle stört es, hier zu sehen, in welchem Umfang die Staaten, die Regierung, die EU-Kommission da keinerlei Maßnahmen ergreift. Also ihre Art, das wahrzunehmen. Und Hannah, du hast das auch erwähnt, in deiner Rede in der EU-Parlament gibt es ein Kartell des Schweigens, hast du gesagt. Und wie kann das denn sein, dass die Regierung da nicht hinguckt? Gibt es da Druck von innen? Gibt es Druck von den Parlamenten? Ist da einfach zu wenig Bewusstsein? Auch von den nationalen ParlamentarierInnen? Also wie tauscht man sich aus zu diesen Themen mit den internationalen PartnerInnen? Es gibt dieses Kartell des Schweigens. Aber nicht nur wir haben das zu erleiden, auch die JournalistInnen, die versuchen darüber zu recherchieren und unsere KollegInnen in den Landesparlamenten. Das finde ich da noch stärker auffällig, denn es sollte ja ein nationales Sicherheitsthema sein und wenn es da auch gar durchdringen kann, dann scheint es wirklich keinerlei Kontrollschicht zu geben. Da stehen wir. In Griechenland hat es eine Ermittlungskommission gegeben, aber dann der Bericht wurde nicht klar veröffentlicht. In Spanien auch wurde das gestoppt und in der Nationalversammlung gab es einen Bericht. In Polen, Ungarn, da hatten die
hören, die Zusammenarbeit verweigert. Im nationalen Kontext haben wir dieses Problem. Also die Ermittlungskommission, die Regierung, die letztlich mit einbezogen ist bei dieser Art des Missbrauchs, mag unbeabsichtigt sein. Sie wollen dann natürlich da jegliche Art der Nachforschung blockieren. Und wenn dann die Opposition recherchieren möchte, erhalten sie die Informationen nicht. Das EU-Parlament, das ist hier ein Ergebnis unseres Ermittlungskommissionen. Uns ist es gelungen, wir haben hier Dokumente von politischen Parteien, die sind Angreifer und Opfer gleichzeitig. Die Sozialdemokraten in Griechenland zum Beispiel sind Opfer. In Spanien sind sie der Angreifer. Die Konservativen in Polen sind Opfer und auch in Ungarn und in Griechenland sind sie wiederum Angreifer. Und das war herausfordernd, eine harte Diskussion, die wir darüber geführt haben. Ich habe darüber als Shadow-Beamtin mit dabei, habe das alles mitverfolgt, was die in einem Land aufgedeckt werden könnte. Es ist in dem einen Land eine Tatsache, in dem anderen Land heißt es, das sei ja alles nur Spekulation. Und da stehen wir genau in den Verhandlungen. Und letztendlich müssen wir dazu übereinkommen, dass es überall inzwischen ein Fakt ist. In den nationalen Kontexten versuchen alle, diese Informationen zurückzuhalten. Und es ist stark frustrierend, selbst wenn sie selbst Opfer werden, wie wir es in Frankreich gesehen haben. Laurent hat das ja erwähnt. Und in Spanien, da ist das auch geschehen. Als wir im Parlament waren und dann hier da gab es diesen Missbrauch, die Aktivisten aus Katalonien, die sind da Opfer geworden, und auch in Marokko. Und wenn man das sieht, da gar die sind angreifbar, dann ist ja letztlich niemand in Sicherheit. Das zählt für die PolitikerInnen und das gilt auch für JournalistInnen. Und wenn wir nochmal zurückkommen, auf diesen Tag der Pressefreiheit. Nochmal zurückkommen zu Tassos. Es ist schon irritierend. There is not such a large-scale media outcry, gibt es nicht so ein großes Aufschreien seitens der Medien. Also in den Mainstream-Medien ist nicht der beste Begriff, aber in den großen Media-Kanälen europaweit hört man gar nicht so ein großes Aufschreien dazu. Wie kann das denn sein? Wir haben gehört, was Hannah gesagt hat, und das zählt ja auch für JournalistInnen, was hier gesagt worden ist. Wenn der eine, die eine in Unsicherheit ist, dann kann das ja letztlich jeden, jede betreffen. Ist das nicht so? Oh, unfortunately, we're not able to hear you right now. Ich habe dich jetzt nicht gehört. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht hast du dein Mikro nicht eingeschaltet. Nein, dein Mikro ist nach wie vor stumm geschaltet. Du musst dein Mikro aktiv schalten. Not sure what the reason is. Ich weiß nicht, warum wir dich nicht hören können. Es kann mit deinem Mikrofon zu tun haben. Vielleicht bist du nicht auf dem richtigen Kanal. Aber Tassos, du versuchst das gerade selbst zu überprüfen, warum wir dich nicht hören können. Naja, dann bitte ich Laurent in der Zwischenzeit hier auch nochmal zu dieser Frage seinen Kommentar abzugeben. Kannst du bitte die Frage wiederholen? Entschuldigung. Ja, es ging nochmal um die Frage, was den PolitikerInnen auf der einen Seite widerfährt. Also wenn jemand ausgespäht werden kann, dann können die anderen sich also nicht mehr in Sicherheit fühlen. Das gilt ja auch für JournalistInnen. Ich bin hier auch etwas überrascht in den Medien, dass es da keinen Aufschrei gegeben hat.
Ja, it's true that das stimmt. When we were doing the Pegasus, when we were coordinating the Pegasus project, we learned a lot about how to coordinate. Zu tun haben, haben wir sehr viel gelernt darüber, wie man so eine ein großes Nachforschungsprojekt am besten koordiniert mit so vielen Unternehmen, mit so vielen Staaten, die wir halt da gefunden haben, die das alle genutzt haben, um JournalistInnen auszuspionieren. Deswegen mussten wir gucken, was wir tun können, damit wir nicht die Nächsten auf der Liste sind, welche Plattform wir nutzen können. Amnesty International, da die Sicherheitsabteilung hat uns stark geholfen. Und die meisten JournalistInnen haben beispielsweise Signal, diese Anwendung genutzt, so etwas Ähnliches wie WhatsApp. WhatsApp, das gehört Facebook und Signal, das ist eine Open-Source-Technik. Und selbst wenn man aber das verwendet und auch alles verschlüsselt, sobald man infiziert ist, läuft man in die Falle. Dann ist das in dem Apparat drin, dann kann gelesen werden, was geschrieben wird, ob verschlüsselt ist oder nicht. Und ja, auf der politischen Seite, ich denke, wir müssen das einfach so hinnehmen. Nichts ist sicher. Das ist die erste Hauptlektion, die man daraus ziehen muss. Wenn jemand sagt, diese oder jene Anwendung ist komplett sicher, dann bloß nicht der Person vertrauen, denn man wird dann irgendwann doch erfahren, dass jemand das gehackt hat, diese Anwendung. Und wir haben hier es mit einer großen Industrie zu tun. Da sind Leute drin, die sind in der Lage, da diese Verletzlichkeit zu verkaufen. Man entdeckt das halt, dass man in dieser Gefahr ist. iPhone über TikTok, WhatsApp oder über iMessage, über irgendeine Anwendung wird das infiziert. Und wenn man dann diesen Wundpunkt entdeckt, in der Lage ist, das zu finden, dann kann man das einem Broker, einem Unternehmen verkaufen für 1 Million. Das kann dann dein Leben verändern, wenn du hier so eine Schwachstelle findest. Denn es gibt Leute, die wollen dafür bezahlen. Diktatoren sind bereit, dafür zu zahlen, um halt auf einen Bürger, auf eine Bürgerin es abzielen zu können. Also wir brauchen eine Regulierung auf diesem Markt. Ansonsten, es wird gesagt, 50.000 Telefonnummern, darüber sprechen wir, wenn wir aber nichts tun, um das Ganze zu kontrollieren, dann werden das bald so 50 Millionen Telefonnummern sein. Ja, das Wissen der JournalistInnen auf der einen Seite, das ansonsten anderen Teilen auch der Zivilgesellschaft. Gibt es mögliche Angriffspunkte? Was sollen wir tun? Ich denke, es wäre wesentlich effizienter, Regulierungen auszuarbeiten, Bürger letztlich darüber aufzuklären, wie sie sich schützen können. Also, dann vielleicht gleichzeitig viele ausgebildet werden, die sowas nutzen können. Tasso, also, was denkst du da mehr Aufmerksamkeit? I don't know what the issue is. Leider können wir dich wieder nicht hören. Ich weiß nicht, woran das liegt. I guess it's somehow linked to your microphone. Ich denke, es muss mit deinem Mikrofon zu tun haben. Okay, maybe I'm using this for another question. Gut, vielleicht nutze ich die Gelegenheit, Laurent noch eine Frage zu stellen. Das ist eine Frage, die hier aus dem Chat kommt. Zu welchem Ausmaß wird die Pegasus Spyware gegen LV in El Salvador eingesetzt, ein investigatives Medienunternehmen? Vielleicht, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst. Das ist eine Frage, die hier aus dem Publikum gestellt worden ist. Nein, da
Ich weiß, dass es diese Fälle in Salvador gegeben hat, wegen APO, glaube ich. Das ist ein Beitrag, wir sehen hier einen Prozess, wo Menschen informiert werden, wenn die Spuren dieser Spionage gefunden werden. Und wir, als wir das Pegasus-Projekt gemacht haben, mit den Sicherheitsdiensten hat Amnesty eine Entscheidung getroffen, die ein Werkzeug, sie hat ein Werkzeugset entwickelt, mit dem die Menschen ihre eigene Forensik betreiben können und herausfinden können, welche Geräte betroffen sind und darauf dann entsprechende Beweise ermitteln können. Und wir haben eben nicht nur die Leaks gehabt, sondern wir haben die forensischen Beweise auf den Tisch gelegt. Und bei Amnesty Tech gab es zwei Personen, die insbesondere hier diese forensische Arbeit geleistet haben und am Ende des Projektes entschieden haben, diese Tools allen zur Verfügung zu stellen. Wenn man wissen möchte, ob man von Pegasus infiziert ist, dann kann man diesen Code herunterladen und seine eigene Forensik machen und herausfinden, ob man betroffen ist. Und indem man das tut, da war es natürlich klar, dass NSO sofort die Strategie anpassen würde, damit andere Opfer in der Zukunft erwischt werden können. Aber in der Zwischenzeit waren wir eben schon in der Lage, viele Opfer weltweit zu entdecken. Tassos. Vielen Dank. Tassos, können wir es noch mal probieren? Can you hear me now? Yes, absolutely. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt geht es wieder. Also herzlich willkommen zurück in unserer Runde und vielleicht noch mal einen Kommentar zur Situation von Journalistinnen. Aus deiner Sicht, warum gibt es so so wenig Bewusstsein und so wenig Aufmerksamkeit in den Medien darüber, über das, was du in Griechenland veröffentlicht hast? Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass diese Art von Geschichten sehr technisch sind. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit vielen Kollegen aus großen Medienunternehmen gesprochen habe, in verschiedenen Ländern in Europa, die nicht diese Probleme, diesen Druck auf die Pressefreiheit haben, wie wir das in Griechenland sehen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich habe versucht, Ihnen zu erklären, man muss einen Marathon laufen, um das Rennen hier zu gewinnen. Und das nimmt einfach keiner auf sich. Ich spreche hier von Medien, die sehr reich sind, die viele Ressourcen haben. Und selbst diese Leute haben nicht die Konzentrationsfähigkeit, in dieses Rennen zu gehen. Also wie ist die Struktur von Medien? Wie sind Medien aufgebaut? Es ist ja immer die Geschichte, die mindestens zweischneidig ist. Das heißt, diese Unternehmen sind sehr gut dabei, die Leser in Zweifel zu lassen und immer eine andere Möglichkeit zu suggerieren. Ich habe das die letzten 18 Monaten täglich erfahren. Es war immer die Frage, es kann so oder so sein. Aber das ist eigentlich genau die Kunst des Journalismus, damit umzugehen. Und ich glaube, wir haben hier ein bisschen vergessen, wie Journalisten eigentlich arbeiten sollten. Und ich finde das eine sehr große Herausforderung, wieder hier lernen zu müssen, was eigentlich der Kern unserer Arbeit ist. Und ich muss sagen, nicht die Menschen sind verantwortlich, sondern wir sind verantwortlich. Wir haben nicht hart genug
daran gearbeitet. Und unsere Gegner sind besser als wir oder cleverer als wir in diesem Moment. Ich möchte noch auf das eingehen, was Hannah gesagt hat. Wenn ich in Nordmazedonien ein in the program that I haven't written, I haven't finished the product, then it's a semi-finished product. Gibt dort eine Softwareentwicklung, die wird halbfertig entwickelt und wird als Halbprodukt dann nach Griechenland exportiert, dann braucht man dafür keine Exportgenehmigung, weil es kein fertiges Produkt ist. Und dann schreibe ich in Griechenland die eine oder andere Codezeile dazu und es ist immer noch kein fertiges Produkt, weil immer noch eine Codezeile fehlt. Dann kommt es, wird das nach Zypern geschickt. Da braucht man sowieso keine Lizenz und aus Zypern kann es dann überall hin exportiert werden. Wo wird das Produkt also eigentlich erzeugt? Und so geht das immer. So funktioniert die Arbeit hier. Wir Journalisten sind einfach nicht in der Lage, das richtig zu verfolgen. Ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum, die ich auch an Tasso stellen möchte. You have been spied du bist ausspioniert worden und du sagst, es ist so schwierig, natürlich das nachzuweisen. Und du musst das oft aus einer Position der Schwäche tun. Was kann man also tun, wenn man den Verdacht hat, dass man ausspioniert wird? Einfach mal eine praktische Frage zum Abschluss vielleicht. An wen kann man sich wenden, wenn man den Verdacht hat? Was wäre dein Rat? Amnesty and Und jetzt ist die Leitung gerade wieder sehr schlecht. Of course, if you have an Android, it's much more difficult, like Laurent may know, vis-à-vis ein phone that runs with iOS. Android-Telefon verwendet, hat man schon mal bessere Karten. Die iPhones sind leichter zu verfolgen. Also damit bin ich mit einem iPhone natürlich ein einfacheres Ziel. Aber man muss sein Telefon ständig testen, man muss es immer aktuell halten. Und man muss das Telefon einfach auch mal ausschalten, und zwar jeden Tag. Es gibt viele Menschen, die einfach ständig ihr Telefon bei sich und an sich haben und das sind leichte Ziele. Und man muss an viele Orte reisen gehen und einfach sein Telefon mal zu Hause lassen. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Tipps, die ich da geben kann. Vielen Dank für diesen kurzen Rat. Da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, was man auch von denen erfahren kann, die, mit denen du zusammenarbeitest. Amnesty TAC, Citizens Lab hast du, glaube ich, genannt. Dort können diejenigen, die Interesse haben, vielleicht nochmal nachhaken. Und vielleicht noch eine Abschlussfrage an Hannah zur Arbeit im Europäischen Parlament. Das ist ja etwas, was wir uns jetzt genau angucken. Sie stimmen den Bericht ab nächste Woche und dann in der nächsten Plenarsitzung im Parlament. Und wir warten natürlich alle darauf, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten hier Stellung beziehen auf diese klare Aussage des Parlaments. Was glaubst du, ist die wichtigste Forderung, die wir stellen müssen, insbesondere gegen die nationalen Regierungen mit der entsprechenden Rahmenbedingungen für die Sicherheitsarchitektur, die sie nutzen, und wie kann das nach vorne gebracht werden, nachdem das Europäische Parlament das verabschiedet hat? Ich kann das in drei Ebenen beantworten und möchte dabei den Opfern beginnen. Es ist wichtig, dass Menschen wie Tassos irgendwo hingehen können und ihre Telefone überprüfen lassen können und dass dann diese
Stelle eben auch das gerichtsverwertbar nachweisen kann. Das ist also ganz wichtig, wo wir einen entsprechenden Prozess für brauchen. Dann brauchen wir, und unser Bericht fordert das, mit ganz klaren Richtlinien vorgeben, die den Einsatz von Spyware einschränken, sowohl in der Funktionalität, also zum Beispiel Spyware, die Inhalte auf dem Telefon verändert, gehört verboten. Die Nachrichten umdatiert, gehört verboten. Und wir müssen ganz klar die rechtlichen Grenzen hier ziehen. Und die Mitgliedstaaten müssen berichten, und das ist wichtig, sie müssen das akzeptieren. Und die EU muss dann überprüfen können, wo diese Software benutzt wird und wie. Und wenn die Mitgliedstaaten das nicht nachweisen können, dann ist das in den Ländern zu verbieten. Das ist das eine. Und das nächste ist, dass der Waffenexport, wir haben das ja eben schon gehört, es gibt Transparenzrichtlinien, die klar offenlegen, Verlangen offenzulegen, was wird hier exportiert, wofür, für wen, wogegen. Diese Richtlinien, die müssen auch an Spyware angewendet werden. Es muss Berichte darüber geben, wie oft wird Spyware eingesetzt, gegen wen, wie oft. Und genau das müssen wir auf europäischer Ebene haben, damit man eben einfach sehen kann, welche Länder das machen. Und vielleicht möchte ich noch ein Wort in eigener Sache quasi sagen. Im Projekt haben wir, es gibt Files, spywarefiles.eu, wo wir die ganzen Veröffentlichungen der Missbrauchs von Spyware veröffentlichen. Haben, entweder durch Exportlizenzen oder eben durch Opfer, um zu zeigen, wie systemisch das eingesetzt wird. Und wenn man sich ein Bild machen möchte mit allen Details und individuellen Fällen, dann kann man dort nachgucken, dass ist zugänglich. Ja, vielen Dank, Hanna, und nochmal herzlichen Dank an unsere drei Gäste, die wir heute bei uns hatten. Laurent Richard, der Gründer und Geschäftsführer von Forbidden Stories in Paris, Hanna Neumann, Mitglied des Europäischen Parlaments, Sprecherin für Menschenrechts- und Friedenspolitik, Mitglied im Pegasus-Untersuchungsausschuss und Tassos Tsiloglou, investigativer Journalist in Griechenland. An euch alle herzlichen Dank für eure Arbeit, dafür, dass ihr heute bei uns wart am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Und ich bedanke mich auch bei allen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und Ihnen einen guten Tag der Pressefreiheit. Und wir alle schauen auf den weiteren Prozess, wie diese Ereignisse aufgearbeitet werden und vor allen Dingen, welche Konsequenzen daraus für die Zukunft gezogen werden. Hoffentlich demnächst dann auch von der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten im Lichte des Beschlusses des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses im Europäischen Parlament. Dazu wird es in der kommenden Woche und dann in der nächsten Plenarsitzung des Europäischen Parlaments neue Erkenntnisse und Nachrichten geben. Bleiben Sie dabei, bleibt alle dabei und bis zur nächsten Gelegenheit zu diesem Thema auch an unsere teilnehmenden Gäste von heute. Herzlichen Dank, einen schönen Abend. Thank you, Jan, and everyone. Goodbye. Thank you, bye.